Ja, Griechen. Also, ich muss sagen, ich spiele gerne mit Hades irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich habe bei Hades immer ein ganz gutes Gefühl. Aber Zeus und Poseidon, wenn man sich halt darauf jeweils darauf auslegt, ist ja auch okay. Das Problem ist halt, das wird jetzt so ein Schersteine-Papierprinzip. Das heißt, wenn ich Poseidon nehme, hoffe ich, dass Utwin Hades nimmt. Weil Poseidon hat halt Kavallerie und Kavallerie ist halt eigentlich gut gegen Bogenschützen. Wenn ich Zeus nehme, hoffe ich, dass er Poseidon nimmt und wenn ich Hades nehme, hoffe ich, dass er Zeus nimmt. Das ist jetzt halt die Frage. Ich gehe aber mal davon aus, dass er Hades nehmen wird. Weil Hades spielt er, glaube ich, auch ganz gerne. Also würde ich wahrscheinlich eher auf Poseidon tendieren. Wäre jetzt mal so mein Ding. Mein Problem ist in allen Age of Spielen, ich habe gut Wissen, kann im Kampf gut Mikro, aber bin zu langsam im Grundaufbau. Ich kann auch nur labern. Ja. Hades ist defensiv stärker, offensiv eine Siedlung nehmen und seine vier Steinschützen an den Zentrum packen. Ja, stimmt. Also ich glaube, Hades rushen ist nicht drin. Also ich werde Hades nicht rushen können, glaube ich, oder? Also, ja, wie gesagt, ich muss zugeben, ich bin so demoralisiert jetzt nach diesen drei Spielen, dass ich auch gar keinen Siegeswillen mehr so richtig habe. Muss ich zugeben. Also, das waren jetzt drei Spiele, wo ich ziemlich vorgeführt wurde, glaube ich. Aber wie gesagt, es ist halt so, ich versuche Utwin in seinem Element zu schlagen. Das ist schon ziemlich dämlich eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ich glaube, ich nehme einfach Poseidon. Frag mal, ob er noch auf D-Live aktiv ist. Das kann ich dir sogar beantworten. Das ist er nicht mehr. Der macht keine D-Live-Streams mehr. Das hat er damit aufgehört letztes Jahr. So, wieder da. Ja. Also, ich wurde gerade gefragt, ob du noch auf D-Live aktiv bist, aber ich habe gesagt, du hast damit aufgehört letztes Jahr. War ich eigentlich, also ich habe eigentlich vorgenommen, nach meinem Umzug wieder anzufangen. Da habe ich kurz nach meinem Umzug gemerkt, dass die mir die Partnerschaft weggenommen haben. Und die Partnerschaft zu bekommen hat damals Monate gedauert. Da dachte ich mir einfach so, nee, das mache ich nicht nochmal. Ja, das habe ich ja, genau. Ja, also ich hab mein Gott gewählt. Okay. Oh, ich muss erstmal Dann. reinkommen. So, ach, warte mal, ich hab dich noch Du gar hast nicht mich doch gar eingeladen, nicht Sekunde. eingeladen. Entschuldigung, Entschuldigung, Sekunde. Wo haben wir denn die gute? Hier so, einladen. Ach so, warte mal, wenn wir jetzt. Dann nehmen wir Akropolis. Akropolis bietet sich, glaube ich, für Griechen Match an. Ist einfach so die passende Location dafür. Was war Akropolis nochmal? War das das, wo jeder sein. Nee, Ja, wo. Akropolis. Stimmt, wo jeder seinen eigenen Hügel hatte. Genau. Jeder hat sein hügelreiche Rohstoffvorkommen, Landmap. Genau. So, Okay. dann Gott. Okay, hast du gewählt? Oder willst du noch mal gucken? Ich habe, glaube ich, warte mal, ich muss mal ganz kurz. Ja, okay. Oh. Ja, ich glaube, ich habe gewählt. Okay. 3, 2, 1, guess. Oh, shit. Du hast Okay. natürlich den Kontergott genommen für meinen Gott. Ich wollte halt einfach mal ausprobieren, weil ich jetzt letztens immer Hades und Poseidon gespielt habe. Ja gut, konnte. Ja gut, ja, Poseidon, Kavallerie. Ich habe spekuliert, dass du Hades nimmst, weil du mit Hades meiner Meinung nach irgendwie cooler warst, aber. Ich habe jetzt ein bisschen gepokert, Ja. weil ich mir schon dachte, okay, wenn er Hades nimmt, habe ich mit Zeus natürlich ein bisschen Nachteil. Aber ich wollte Zeus halt mal probieren. Aber gut, das war jetzt quasi 4D-Schach quasi. Ja, ist echt so, ist echt so. Aber das macht Spaß immer so, den versuchen so mit Gedankenspielen den anderen irgendwie zu erschließen. So, was wird er nehmen, was wird er machen, so. Und naja, gut, dann klappt es halt eher oder es klappt halt nicht. Na Aha. gut. Okay, so, dann move ich dich mal wieder. Na gut, Luck und Alles viel Spaß klar, beim Gewinnen, gut. ne? Okay, fun, ja. Ciao. Ciao. Oh Mann, es ist. Ich weiß, in mir drin bin ich ja echt am Überlegen, ob ich Koka meine Runde gewinnen lasse. Aber das wäre auch gemein. Das ist ja unfair, wenn man das auf irgendeine Weise merkt, selbst wenn ich es verschleier. Man merkt es ja, dass ich auf irgendeine Weise nicht. Da kam Gold aus dem Boden, was ist denn hier los? Man merkt ja, dass ich dann auf eine gewisse Weise mich zurückhalte. Und ich weiß nicht, das ist eigentlich noch schlimmer. Ich glaube, ich gebe einfach nach wie vor mein Bestes, also so gut ich kann eben. Und schaue einfach mal, was bei Russ kommt, genau. Und ja. Du räudiger Köder. Schnöder Köder. So, das sind eine Menge Ziegen. Ich habe bestimmt das Ziehgehen. Ja, aber wie gesagt, so, ich glaube, das wäre eigentlich noch in Anführungszeichen.
erniedrigender oder beleidigender, wenn ich mich jetzt zurückhalten würde. Und Koga einfach nur gewinnen lasse. Ich meine, es wäre eine nette Geste, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ist, was er will. Dementsprechend bleiben wir einfach dabei. Aber ich meine, umso besser ist es, wenn das dann doch gewinnt. Also auf normale Art und Weise, ne? Das könnte denn wirklich sein, dass jetzt einfach ein Überraschungssieg landet. Statt dafür. Achso, okay. Ein Kunstwerk. Oh, oh. Formidable. Lagerhaus, bitte. Vulome. Hier ist das gar nicht so schlimm wie bei Edge 2, ne? Dass die immer wieder so eine... Nee, die machen keine großartige Pause wie bei Edge 2 mit den Scouts, weshalb man immer manuell gescoutet hat. Gut, aber ist Gott, ist immer noch besser, dass du deinen Speer nicht aus den Augen verlierst, aber hier ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Da nochmal, da nochmal, und dann müsste ich meinen Tempel bauen können und dann... Ja. Akropolis. Ist das nicht dieser Aldi mit Haxa-Verschnitt? Ich sollte mal was bauen. Toller Plan, nicht wahr? Nee. Nee. Eben nicht. Total deprimiert, ne? Ich mach das mit den Türmen weiterhin. Das ist geil. Hab ich kein weiteres Viechzeug in der Nähe? Naja, da hab ich nicht. Das heißt, ich muss schnell auf diese Felder zurückgreifen. Akropolis ist tatsächlich eine sehr simple Map. Ja, Athene. Wo ist das, die Lebenspunkte von Helden? Okay, er ist vor mir. Guck mal, er ist immer vor mir im zweiten Zeitalter. Nur bei den Ägyptern nicht. Dort, wo es wichtig war, schneller die Schiffe zu haben, hat es nicht geschafft. Oh Mann, das ist irgendwie deprimierend, ne? Ich hol mir mal... Bären? Nee. Nee. Da hat er recht, ne. Bären sind wohl, ne. Ich glaube, ich muss jetzt anfangen mit den Ziegen. Ich habe nichts mehr sonst in der Nähe. Das ist ja grauenvoll. Da unten ist Fisch. Genau, das ist genau meine Rede. Oh, hi. Ah, mehr Ziegen, ja, das ist okay. Da hinten sind Bären. Ah, ich brauche Holz. Bitte viel Danke. Odysseus. Jason. Ja, so ein Mist, ey. Die Ziegen sind lieber... Nee, sind 120 nicht fertig. Genau, eine nach der anderen, dass die anderen noch weiter schön messen können. Hab ich echt nichts gegen einzuwenden. Stimme mit den Hörnern angegriffen. Alter, der hat ein Schiff. Und der hat ein Hippocampus. Was sag ich? Ne. Ne. Die Augen des... Oh, okay, ich sollte auch mal wirklich ein paar Reliquien ausschalten. Meine Güte. Da haben wir welche. Friedrichs Soldaten, besser Panzer. Ja.
Infanterie besser ist für mich als Zeus-Spieler eigentlich nice. Ne, doch. Ich hätte jetzt gerne noch eine Schießanlage. Die ergänzen sich ganz gut. Was machen diese Schießanlagen halt so? Ah, Toxoten. Er ist also schon... Oh, hi du. Zyklop. Prosseche. Prosseche. Lege. Prostagma. Lege. Malista. Malista. Prosseche. Esto. So. Esto. Malista. Malista. Ja, ich bin gerade ein bisschen ruhig. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie ich das mit der Nahrung weitermache, weil wenn es kaum Wild gibt hier in der Nähe, ich müsste wahrscheinlich wirklich sehr schnell umswitchen auf Felder. Ob ich will oder nicht. Charmide. Habe ich jetzt eigentlich schon... Ja, ich hab's geborgen. Alles klar. Ah, da fühlt man sich so geborgen. Das Pegasus-Teil, das könnte mir wirklich ein bisschen Ärger machen, wenn er mir aufdeckt, wo ich meine Sachen habe. Und das Pegasus-Teil, ne? Da ist ein... Warum hat er hier Rehe stehen oder ich nicht? Ich bin einfach wieder zu blind. So, Waffenkammer ist mitten im Aufbau. Ich halte mich gerade noch zurück mit Soldaten. Merkt man ja. Schlicht, weil ich gerade noch ein bisschen boomen will, bis ich weiß, was er macht. Holz könnte ich aber auch wirklich besser dran sein. Diese blöde Krähe geht auf den Sack. No offense. Ah, Mann. Er hat es wahrscheinlich gesehen mit den... okay, Toxoten. Ja, gut. Ich kann es mir jetzt nicht leisten, jetzt nicht der Zeit, also zu gehen. Ich brauche ebenfalls Toxoten, ein paar Obliten trotzdem auch. Leider habe ich nicht mehr... Das ist ein, dass ich mich jetzt gerade übelst verspekuliere. Alter, warum hat er auch so viele... Okay, das ist jetzt uncool. Mach ich so wenig Holz? Ein paar Toxoten weg, bitte. Ich hätte gerne mal die Türme jetzt ausgebaut. Ich wollte jetzt eigentlich tacken, aber... Hat's natürlich. Ich glaube, da kann ich dir zurückschicken. Boah, wie schnell die denn wegmessern, geil. Okay, ich geh mal weg. Der kommt jetzt bestimmt hierher. Mach weiter hier. Ich ergänze ja mit Bogenschützen jetzt. Vielleicht nicht das Beste, vielleicht wäre Kavallerie die bessere Wahl, um mit seinen Toxoten zu kontern, aber es muss ja nicht langfristig seine Wahl sein, du immer für alles Toxoten zu nehmen. Du kannst nicht all deine Probleme mit Toxoten lösen, Kurga. Niemals. Niemals immer. Was ist zur Hölle? Warum macht der... Ey, hau ab mit deinem Pegasus, der hat mir alles aufgedeckt. Prostagma,
So, dann müssen wir darauf zurückgreifen, wenn ich meine anderen Sachen draußen nicht mehr habe. Wald wird auch kritisch. Da ist er, der Kamerad. Der will an meine Woodline, die Sau. Ich hätte gerne einen Odysseus, danke. Toxoten bitte hier drauf. Das war mit Jason. Oh Gott, was für ein Durcheinander. Ich könnte auch Peltasten bauen, ne? Okay, das haben wir ziemlich gut geregelt. Sehr gut sogar. Was? Das war so ein Durcheinander. Okay, er ist auch im heroischen Zeitalter. Die Odysseus hat er sich genommen. Okay. Ah ja, klar, wegen Kavallerie. Das heißt, dann wird er auf kurz oder lang auf Kavallerie gehen. Ein paar von euch gehen mal wieder beten. Ich glaube, Peltasten könnten echt keine schlechte auf die Idee. Warum bin ich nicht früher auf die Idee mit Peltasten gekommen? Wenn ich einfach durchrennt, mache ich immer zu. Zweites Dorfzentrum. Lege. 16 Reichweite. Die haben sogar mehr Reichweite als Bogenschützen. Krass. Okay. Hier lohnt sich's gar nicht, noch irgendwas aufzumachen. Die ganzen wichtigen Gebäude sind anderweitig platziert. Da hinten kann er gerne versuchen durchzukommen. Ja, ich lasse das einfach so. Nee, kein Grundspeicher im Lagerhaus. Da kann ich dann sowohl Gold als auch Holz holen. Beides wird benötigt. Hast du schon irgendwas geholt? Nee, noch nicht. Er ist mir immer noch punktetechnisch voraus. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich mache hier meine Festung hin. Dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Mach jetzt mal einen kleinen Buben. Er hat schon wieder einen neuen Pegasus. Übelst am Spannen ist der hier. Aber das war's. Okay. Der Marcus Platzus. Könnte da ganz effizient sein. Mal die Wirtschafts-Upgrades. Und dann würde ich gerne das Dorfzentrum da unten noch holen.
Λέγε. Έστω. Ετοίμος. Kann ich diese Infanterie des Zeus? Nee, kann ich erst im letzten Zeitalter, glaube ich, bauen. Okay, Marktplatz steht. Oh, hi! Odysseus, hau mal drauf. Kurze Zeit unverwundbar quasi sein, das ist gut. Frage ist, wie lange es mir was bringt. Jetzt habe ich halt auch meinen Helden hier verloren. Den Blitz würde ich jetzt ungern verschwenden. Einfach so. Das war ja nicht ewig, ne? Ja, da oben sehe ich es. Das ist nicht ewig, aber immer noch zu lange für meinen Geschmack. Ich bleib mal bei normaler Infanterie, weil der hat jetzt per Tasten gebaut. In großer Masse sogar. Dann lasse ich die mal. Das war teuer. Ich hätte es eigentlich selbst abreißen sollen. Egal, jetzt ist es so. Prostagma, vulome. Prostagma, ne. Ne. Ja, so ein bisschen nochmal. Dieses mythische Blut hört sich auch echt geil an. Viel von gehört. Soll eine echt geile Ware sein. Er hält gerade übelst gut mit. Wahrscheinlich einfach nur, weil er jetzt ohne Druck rangeht, spielt er besser. Ich sag's euch, das ist wahrscheinlich das ganze Erfolgsrezept. Weil eh davon ausgeht, dass er verliert, gewinnt er jetzt. Ich möchte jetzt nicht verschreien, aber es ist trotzdem irgendwo interessant. So, jetzt ist eigentlich sein Shit vorbei. Oh. Hippo irgendwas. Hippo krass. Gewürzwein, geil. Seit wann greift der mich an? Okay. Die Heldin ist ziemlich gut. Ah, jetzt hat er hier eine Festung gebaut. Ich brauche eine Gegenfestung. Wie ist dies für einen gescheiten... Oh mein Gott, warum komme ich denn mit Feldern so langsam voran? Ich mache mal Mantikore. Aus der Festung kriege ich doch diese lustigen Belagerungswaffen. Dann machen wir die doch mal. Schnell an, weil sie lustig sind. So, wir haben Herakles, den Kerl mit der großen Gäule. So, das letzte Zeitalter gehe ich jetzt mal schnell. Bin nicht mehr so lange warten. Medusen wäre schon echt cool. Aber ich möchte die Goldkolosse und die Schatzkammer und alles Mögliche haben. Letztes Mal habe ich es bereut, dass ich die Schatzkammer nicht genommen habe. Ein Grund mehr. Für die Schatzkammer! Ach, du warst die ganze Zeit. Warst du die ganze Zeit schon hier? Ah, er hat Hyperspasten dabei. Ach nee. Jetzt bräuchte ich doch meine. Wir machen einen direkten Konter gegen. Obwohl, ich habe. Gut, mit meinen mythischen Einheiten bin ich da eigentlich. Okay, lass das mal gut sein. Ich glaube. Die sind nice. Die Mantikore sind ja krass.
Prostagma? Malista. So, das war's mit dem Spaß. Vulome. Das war's mit dem Spaß. Da repariert er gegen. Die Sau. Er versucht immer und dann lässt das wieder. Jetzt versucht das wieder. Pest. Das sind so viel. So, die Infanterie des Zeus. Dagegen gibt er Wikinger und reguläre Soldaten. Reguläre Soldaten wird sich gut an, bitte mach. Yay, Koloss! Ja. Schatzkammer. Darf ich die bitte bauen? Hallo! Mach ich die eben dahin. Das ist voll hin. So, wie stark waren die eigentlich, diese Spezialinfanteristen, die Myrmidonen? Das würde ich echt mal gerne wissen. Okay. Hackangriffe. Okay, wir pushen. Ach, die kann ich auch in Kasernen ausbilden? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die gingen nur in Festungen. Mittlere Myrmidon. Ich möchte jetzt mal vergleichen. Ah, das war ja auch von der Bogenschützenpetasten Manticorn. Ah, das war... Oh, Manticorn auch. Senkt die Kor... Das hätte ich früher machen sollen eigentlich. Darf ich mal kurz gucken? Das sind Myrmidonen. Die haben einfach Bonusschaden gegen reguläre Soldaten von anderen. Die haben aber auch mehr Schaden. Sind die vielleicht auch schneller gewesen? Gut, die haben nicht den Bonusschaden gegen Kavallerie, aber die sind eigentlich echt nicht schlecht, glaube ich. Bietet mal bitte. Bisschen weiter. Bietet härter. Also ressourcentechnisch sind wir ganz gut dabei. Die Kolosse, ja. Sichtweite von Soldaten und Gebäuden könnte echt praktisch sein. Das Blut von den Helden hört sich auch gut an. Schneller abbauen brauche ich nicht mal unbedingt jetzt bei den anderen Sachen. Da hätten wir nochmal eine geile Goldquelle. Ich müsste mal was... Ich baue mal einen Tempel in der Nähe zum Heilen. Mit dem Apollonsegen. Mann! Alter, das ist echt nicht wenig. Das ist echt nicht wenig. Gut, okay, ich kann ja spammen ohne Ende eigentlich. Oh Mann, ich wollte eigentlich heilen. Ein armer Koloss. Ach, der lebt. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt wird er von Toten auferstanden? Nee, nicht, aber... Bitte ihn da. Wie der Speer halt immer noch lebt. Darauf komme ich irgendwie nicht klar. Ja. Ich hätte gerne ein paar mehr von euch. Sofern das ist, gibt's noch nicht, dass ich einfach nie das Ausbildungslimit habe aktuell. Oh, nö. Ich liebe es. Wenigstens kann er das nur einmal machen.
Oh, das wirkt nicht auf Felder. Cool. Eine Kaserne hat's erwischt. Gerade die, wo ich das Infanterie-Upgrade machen wollte. Okay, das war leicht gemein. Streicht es leicht. Mach die mal bitte wieder. Danke. Hat auch übelst viele Häuser erwischt. Alter, das sieht echt nicht gut aus. Das Erdbeben war ein richtig schlechter Zeitpunkt. Ich brauche schnell Häuser. Häuser. Leute. Die Aktion war echt eklig. Also das Erdbeben ist echt übel heftig. Ah, oh, den neigt mir jetzt wahrscheinlich. Alter, das gibt's doch nicht. Der dreht das jetzt echt noch. Zwischenzeitlich sah es echt so aus, als würde ich da jetzt wieder gut pushen können, aber das ist ja echt übel eklig. Nee, kann ich. Obwohl, ein paar Überspassen können wir auch mal machen. Mach mal raus, bitte. Nein. Komm, mach den weg, mach den weg. Komm, du kommst da ran. Erzähl mir nichts. Alter, war das knapp. Okay, das war übel. Reparier dir mal bitte weiter. Ich brauche mehr. Oh nein. Alter, das war krass. Das war krass. Aber er hat jetzt seinen Trumpf verspielt quasi. Sein tolles Erdbeben. Trotzdem ist das übel. Ich habe genug Ressourcen, um mich hier wieder aufzubauen. Das größte Problem ist das Einheitenlimit gewesen. Das hat mich jetzt beinahe gekillt. Ein Haus geht hier noch, komm. Ran da. Shiitake, ey, das war übelst knapp. Man labert davon wegen, dass das einseitig wird. Oh, Mann, ich möchte jetzt trotzdem gerne das Dorfzentrum da unten. Dieser Push war krank. Gegen mythische Soldaten, das brauche ich weniger. Irgendwas hat nochmal eine Verbesserung. Ah, ich habe auch keine Schmiede mehr. Ah, das Erdbeben ist echt eklig. Ah, und noch ein weiteres kann zum Glück nicht kommen. Stell dir mal vor, die könnte das wie die Atlante mehrfach machen, ey. Wäre irgendwo pervers. Würde zur Anzeige gebracht werden. Sagen wir nicht, dass du feststeckst. Ah, gut. Ne. Kann nicht. Ich hätte gerne meine Festung hier zurück, danke. Ah, jetzt nimmt er sich ja das Gold. Und nicht nur das Gold. Was soll er an diesem Punkt nur tun? Weiß er das nur? So, mach den mal bitte weg. Wir tasten können ja weiter auf die. So, okay. Abgewehrt. Wo gehen jetzt eigentlich meine Katapulte die ganze Zeit hin? Das wissen sie wahrscheinlich auch nicht, alles klar. Helden bitte, mehr Lebenspunkte. Schmiede bin ich doch bestimmt auch noch nicht fertig, längst noch nicht. Lege, Vulome. Prosiche.
Da geht auf jeden Fall mehr. Ja, doch. Oh mein Gott, wann ist das passiert, dass ich hier alles voll... Ja, ich habe einfach alle Truppen zurückgezogen, ich Depp. Bitte mal Wall upgraden. Kommt irgendwas schnell anstolziert. Nein. Brauche ich noch. Vielen Dank. Ah, Chaos. Alter, das Ding ist so gut wie fertig und die sprintet hier durch, ey. Okay, das ist gerade ein bisschen intensiv hier. Intensiv im Geschmack. Läuft der da einmal außen rum? Was zur Hölle? Mann! Ey, ich krieg den... Oh mein Gott, ich krieg die nicht abgehalten davon, das Ding zu zerstören. Aber mein Teil schießt auch. Alles gut. Da schießt mein Teil. Oh oh, ich habe kein Gold mehr. Ich meine, notfalls spamme ich Minotauren, aber dafür brauche ich dann auch wieder Sachen. Ich hätte meine Helden dazu schicken müssen eigentlich gegen die Viecher. Solange ich noch einen halbwegs guten Kurs bekomme, mache ich das mal. Materialschlacht. So, wir machen das Ding jetzt mal hier. Weg. Müsste ich eigentlich Schaden... Oh, ich mache sehr gut Schaden. Krass. Oh, schau mich an, Poseidon. Bin ich. Ich hau einfach... Zeug aus meinem Hintern. Hier, die lustigen Soldaten da. El Toro. Oh, das geht echt schnell. Geil. Boah, warum mache ich überhaupt noch Belagerungseinheiten, ey? Die machen übelsten Schaden gegen Gebäude. Aber richtig Kurakassen Schaden, übel. Ich bräuchte mal wieder Helden, ne? Ich krieg das Dorfzentrum, jawohl. Das macht ihn auch wieder Einheiten damit kaputt. Ich brauche wieder Helden. Ich sollte mal dieses Blut hier machen. Alter, es hängt. Nein! Nein! Oh Gott, ich hatte gerade Schiss, dass das Spiel sich aufhängt. Das Match ist gerade zu gut dafür. So, weiter geht's. Machen wir mal bessere Minotauren. Kolosse. Ach, hier oben habe ich eigentlich... Ich habe eigentlich noch genug Gold. Worüber soll ich beschweren? Sollte man sich da eher weniger... Ne? Schneller Gold und... Sag mal. Ja, das Ding ist immer noch nicht entschieden, ne? Malista.
Lege. Da. Ich möchte mal schauen, ob da hinten noch Gold ist. So kurz können die Truppen abwesend sein. Holt es mir. Natürlich sieht er. Aber mit den Einheiten hier, das nimmt Einheiten mit ein, ohne dass es ihm aktiv was bringt, ne? Solange er den nicht löscht. Ah, der Pech, der Boy. Ah, ne. Jetzt fängt er damit wieder an. Ah, ja. Tut mir leid, aber das ist jetzt... mit indianisches Staatseigentum. Tut mir leid, aber das hätte ich gerne. Das Gold gönne ich ihm nicht. Das Geld verlieren hätte ich jetzt nicht müssen. Aber selbst abernten kann ich es nicht. Oh Gott, er pusht. Oh Gott, die Menge an Toxoten, ey. Ich meine, ich kann Antikore machen in großer Masse, aber irgendwie... Oh, nö, die Schiffe. So viel zum Thema, die verschwenden nur Einheiten damit. Die sind doch übel nervig. Mir fehlt irgendwie so eine Ultra-Trumpfkarte wie... Die Menge an Toxoten ist brutal. Die Peltasten brauchen... Bevölkerungslimit. Was soll hier denn noch großartig Bevölkerungslimit sein? Warum wird da angeblich so viel abgezogen? Ja, ich verliere das. Ich kann da gegen den Druck nicht so viel machen. Oh, jetzt geht's wieder so halbwegs, aber ah, meine Burg verliere ich. Ich meine, er nervt jetzt weiter. Die Schatzkammer rettet mich halt noch ziemlich, aber... Ich habe einen Arzt gebaut. Alles klar, komm mal mit, Kamerad. Ah, natürlich. Da will mir jetzt alles hier kaputt machen. Ihr dürft gerne mit ihr dazukommen. Irgendwann muss ihm doch auch mal das Gold ausgehen. Okay, er hat Hades, der hat so diese Schatzkammer des Hades. Spaß für die ganze Familie. Okay, ich kann wieder gegenpushen. Nee, das wird nichts. Zurück, zurück, zurück. Malista.
Wo nimmt er nur all dies Gold her? Und hat er... Ich hab ne Idee. Dafür bräuchte ich aber noch ein bisschen Einheiten mit irgendwoher. Tut mir leid, ihr werdet aktuell nicht gebraucht. Ach die liebe Zeit, da geht's wieder los. Ne, ich verliere das. Ich sehe jetzt nicht, wie ich das noch gewinnen könnte. Der hat mir jetzt einfach zu schwer zuschlagen. Also das Erdbeben hat alles geändert. Krank. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mit dem Unterwelttor irgendwo hinten reingehe. Hey, Schatzkammer ist zwar schön und gut, dass ich Gold bekomme, aber das bringt mir nichts, aber wirklich rein gar nichts. Wenn ich aus den Ressourcen nichts machen kann, ne? So, versucht mal weiter vorzustoßen wieder. Ich meine, die Manticore retten mich jetzt oftmals irgendwie. Ich könnte auch Minotauren bauen. Könnte ich eigentlich wirklich machen. Ich glaube, die sind echt nicht schlecht. Ein Koloss-Push könnte halt auch interessant sein. Weil ich den auch nicht so viel machen kann. Ja, bitte mehr Einheiten, danke. Ich höre die ganze Zeit das Bevölkerungslimit-Voll-Symbol. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch fast gar nichts. Guck mal, Armutszeugnis hier. Reparieren bitte. Der kann ja halt dauerhaft pushen. Ich hab so keine Ahnung, wo er die ganze Zeit die Ressourcen dafür hernimmt, aber er kann ja die ganze Zeit pushen. Komm, das schafft er nicht mehr, oder? Oh, fuck, war das knapp. Nein! Mach das Ding weg. Ich meine, der Tempel ist jetzt nicht das spielentscheidende Gebäude. Ne, irgendwie schon, ne? Oh, jetzt hört auf! Bitte weiter beten trotzdem. Ah, der hat diesen komischen Helden. Den erinnere ich mich gar nicht. Prostegma.
Πρόσεχε. Ne, ich glaube, das verliere ich. Einfach. Ne, ich glaube, ich kann GG tippen. Das ist. Das Erdbeben hat mich komplett aus dem Spiel gebracht. Ich meine, ganz akzeptieren will ich es natürlich noch nicht, aber ich glaube nicht, dass ich das noch irgendwie retten kann. Ich kriege aber auch kein Geld mehr. Ich baue mal ein neues Tempelchen, aber ansonsten war es das wohl. Der Held ist echt krank. Ich muss mich trotzdem darauf konzentrieren. Irgendwie. Ich sag die ganze Zeit, ich gebe auf und dann mache ich es doch nicht, ne? Aber. Ich meine, ich pushe jetzt immer wieder mal gegen, aber. So, Helden mal kurz zurück. Ich meine, jetzt habe ich wieder Gold, so ist es nicht, aber... Nee, habe ich nicht. Okay, ich habe ein bisschen zu viele Melonen gebaut. Jetzt baut er halt seine Festungen weiter vor. Er hat das Gold dann noch nicht mal unten angezapft, aber ich glaube, das muss der auch gar nicht groß. Ja, jetzt macht er noch Titanen. Das kann ich vergessen, das ist vorbei. Krass, ich weiß nicht, ab welchem Punkt... Ja, ab dem Erdbeben eigentlich. Ab dem Erdbeben. Das ist halt wirklich krass stark, das Erdbeben. Ja, jetzt macht er noch Titanen vor sich. Ich glaube nicht, dass ich da was gegen machen kann, sobald die steht. Okay, er hat jetzt eben Ressourcen dafür ausgegeben, das zu machen. Das wird aber nichts dran ändern, dass ich da nicht durchkomme. Okay. Lege esto. Etimi, vulome. Ja, der kann jetzt halt überall durch. Er hat komplett die Kontrolle übers Spiel. Ach komm, hör auf, dich mit den Schiffen rumzutreiben. Einfach weggeworfen, ich benutze das Taschentuch hier. Ich habe sogar den Bonus, dass die Myrmidonen mehr Schaden gegen mythische Einheiten machen, aber davon merke ich nicht wirklich viel. Nee, der hat mich so in die Ecke gedrängt. Es ist ja nicht mal so, dass ich auf irgendwas hoffen kann, im Sinne von, ihm gehen die Ressourcen aus oder so. Das wird nicht der Fall sein. Seit wann habe ich da unten einen Tempel? Ach stimmt, den habe ich extra wegen... egal. Ich verstehe das Einheitenlimit nicht. Ich meine, klar, wenn die jetzt weg wären und so, aber trotzdem. Ich krieg das Gold nicht zusammen. Ich meine, der schafft jetzt diese ganzen tollen Zyklopen weg, ja. Super. Nee, ich tippe GG. Lass mal gucken, mal den Sieg. Ich wüsste nicht mehr, wie ich das machen soll. Ja, guckt euch die Trade-Line an. Natürlich hat er deswegen sowas. Danke, dass du es eingesehen hast. Es ist halt, ab dem Erdbeben ging es bergab. Das Ding, die Fähigkeit ist so OP,
Die hat mich einfach komplett zerrissen. Alter, ey, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich es jetzt hier geschrien habe fast. Utwin, gib doch endlich auf, gönn mir. Kannst du dir nicht vorstellen. Ja, also ich habe gesehen, dass du halt nicht auf die Erdbebenfähigkeit gegangen bist und dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich gerade jetzt nehme ich die, weil das vielleicht mein Vorteil vielleicht sein. Ja, letztes Mal habe ich die Schatzkammer ist halt echt nicht. Ich habe ja wirklich gedacht, die Schatzkammer bringt mir halt ein bisschen was mit den Goldkolossen, aber nee, das habe ich total vergessen können. Ich hätte wirklich auch das Erdbeben machen können sollen. Kurz bevor du gepusht hast, habe ich echt überlegt, ob ich mit dem Pegasus außen rum spähe, um zu schauen, ob du eine große Tradeline hast, die du jetzt auch hast. Ich habe mir schon gedacht, es muss einen Grund geben, warum du dir das Gold so aus dem Arsch ziehen kannst. Ich dachte schon, dass du eine Tradeline hast, aber ich kam wegen deinem Druck nicht dazu, die irgendwie zu überfallen. Ja, aber das war halt auch immer so ein übelstes Hin und Her um dieses eine Dorfzentrum da vorne. So, und da, aber da dachte ich mir, okay, wenn er das macht, dann kann ich mir vielleicht die Goldquelle absnacken, die da drüben ist, also dort, wo du deinen Turm gebaut hast, aber da hast du ja auch jedes Mal, oder was heißt jedes Mal, du hast da auch immer mal das dann verhindert. Und ich habe auch ganz lange den Trade gar nicht gehabt, weil ich halt irgendwie gedacht habe, okay, ich habe relativ viele Goldquellen erschlossen, vielleicht nützt mir das was. Aber ja, also ich bin auch völlig mit der Attitüde reingegangen, ja, okay, mal gucken, wie schnell Utwin diesmal ist. Und habe einfach drauf losgespielt so und habe gedacht, okay, was Zyklopen hatten bei dir das letzte Mal ganz gut funktioniert, also gehe ich mal eher so darauf. Und ich habe halt gesehen, du bist halt auf diese Schwertkämpfer gegangen und dann dachte ich, okay, ich muss auf Bogenschützen gehen. Und das hat tatsächlich jetzt besser funktioniert, als ich irgendwie gedacht habe. Aber das war jetzt tatsächlich mal sogar ein spannendes Spiel, würde ich sagen, mit hin und her und so. Das ist schon, ja gut, okay, ab der zweiten Hälfte war es eigentlich nur ein reiner Rückzugskampf von mir, also da gab es kein Zurück mehr, aber ja, die erste Hälfte war spannend auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob vielleicht der Teich da in der Mitte noch was gebracht hat, wegen Nahrung und so. Könnte. Nee, es war hauptsächlich das Gold, dass du diese Tradeline sicher haben konntest. Ich hätte die eigentlich auch machen können, aber ich weiß nicht. Aber so viel Gold mehr habe ich gar nicht gemacht. Ich habe nur 500 Gold mehr gemacht als du. Insgesamt, oder? Insgesamt, ja. Bei Wirtschaft. Du hast mehr Nahrung als ich sogar. Gut, ich habe ein bisschen mehr Holz und ich habe nur minimal mehr Gold. Ah, nee, warte mal. Hier, Gold aus Handel steht ja hier noch. Sorry, nee, das habe ich übersehen. Da habe ich doch 5000 mehr. Okay, habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, ich bin so froh, dass ich wenigstens ein Game von... Warte mal, Utwin. Warte mal. Ich glaube, das ist das erste Duell, was ich gegen dich gewonnen habe, oder? Abseits von dem Age of Empires 2, was wir damals hatten. Da hast du auch gewonnen gehabt. Wo du Briten gespielt hast, nicht Command. Ja, okay, gut. Das ist aber schon ewig her. Aber oh mein Gott, ich habe das erste Duell gewonnen. Und kannst du dir das vorstellen? Jetzt kann ich in Frieden sterben. Nice. Okay. Wollen wir jetzt noch eins zusammen machen? Wie spät haben wir es? 22:30. Ich würde es dabei belassen. Okay, willst du dabei belassen? Alles klar. Dann lassen wir das. Haben wir das ein ziemlich langes Special, das passt dann eigentlich soweit. Von, Alter, 3,5 Stunden. Scheiße, Alter, das schneide ich ja, dir nicht in einem Video zusammen, Alter. Das liegt aber heute auch wirklich daran, weil die letzte Partie hat jetzt 1,5 Stunden gedauert oder so. Wollen wir die letzte Partie vielleicht separieren? Oder wollen wir die ersten zwei Matches und die letzten zwei Matches oder sowas? Das ging mir auch durch den Kopf. Nee, ich mache das als ein großes Special. Alles klar. Okay. Ich würde aber vielleicht das letzte Match, wenn du mir davon nochmal die Aufnahme schickst, irgendwie den Teil, dann würde ich daraus vielleicht nochmal so ein 2-Sichten-Video schneiden, weil ich glaube, dass dadurch, dass es auch so lang ging und immer so hin und her war, glaube ich, dass das ein bisschen interessanter ist, was die Leute, was ich so gesagt habe und so. Ja, kann man auch so. Wäre auch eine Idee. Dann schickst du mir das letzte Match. Und dann schneide ich das zusammen, weil ein 3,5-Stunden-Video, boah, da sitze ich 3 Wochen dran gefühlt. Schauen wir einfach mal, wie es wird. Ihr seht ja am Ende, ob es nur eine Sicht gibt oder zwei oder was auch immer. Okay, dann mal vielen Dank fürs Zusehen und wahrscheinlich bis zu weiteren Spielen. Bis dahin, bye bye. Ciao. Okay, dann.